Servus und willkommen zu einem etwas anderen Let's Play, nämlich Against the Storm, einem anderen Spiel, besser gesagt, anderes Spielgenre. Und zwar ist es ein Aufbaustrategiespiel, würde ich es jetzt nennen. Und das habe ich vor circa 2 Wochen auf Steam gesehen. Und war runtergesetzt vom Preis, ein bisschen günstiger und dachte, ja, schaut ganz cool aus, schaue ich doch mal rein. Und ja, hat extremes Potenzial, also für mich, es hat mich sofort eingenommen und ich werde da, beziehungsweise ich habe da schon richtig Zeit liegen lassen. Und ich würde sagen, schauen wir mal rein. Ich habe jetzt ein zweites Profil angelegt. Mal schauen, ob es funktioniert. The world is plagued by the Blight Storm, a vile cycle of destruction, ravaging everything in its path. The only safe haven is the smoldering city, where the mysterious scorched queen reigns. You are one of her viceroys. A pioneer sent into the wilds, tasked with establishing new settlements and acquiring valuable resources for the crown. Your goal is to help rebuild the smoldering city and secure the future of the queen's subjects. So, also man konnte es unten auch mitlesen. So. Nutze WASD oder die Maus, um die Kamera zu bewegen. Hier mit Rechtsklick kann man die Maus, die Bildschirm verschieben oder WASD. Mit R und E kann man rotieren. So. Wenn du dein Dorf vernachlässigst, erhöht sich die Ungeduld der Königin und du ziehst ihr ihren Zorn auf. Das ist hier rechts der Balken. Wenn du deine Pflichten erfüllst, erhöhst du die Reputation der Stadt und schaltest neue Gebäude frei, was dir schließlich den Sieg bringt. Also hier. Es gibt mehrere Sachen, wie man das erhöhen kann, aber das wird sich wahrscheinlich später erklären. Also wenn der Balken voll ist, ist gewonnen, außer wenn man in einem Szenario mit einem Siegel ist, aber das kommt erst später. Genau, wenn der Balken voll wird, hat man verloren. Gut. Entscheide dich jetzt für einen neuen Entwurf. Wähle das Kronsymbol unten aus. Also es gibt da, jetzt gibt es natürlich plus 1. Später gibt es da 3 oder 4 verschiedene Gebäudearten, die man dann auswählen kann. Und in diesen Gebäuden werden verschiedene Sachen hergestellt. Oder die Gebäude sind für spezielle Bedürfnisse der Dorfbewohner zuständig. Irgendwie so. So, Holzfällerlager auswählen. Rückgeht zum Fortsetzen, Leertaste. Baue ein Holzfällerlager und erkunde den Wald. Das Feuer darf niemals ausgehen. Okay, also hier haben wir... Oh, so. Hier ist die Urfeuerstelle, kann man sagen. Hier brennt ein Feuer. Das ist wichtig, um die, ich sage mal, die Moral der Dorfbewohner oben zu halten. Und hier oben sieht man auch, wie viel Brennstoff noch vorhanden ist. Und hier sieht man auch, was verbrannt werden kann. Einmal Kohle, Seemark. Ich würde eher sagen, also ich würde es als Knochen bezeichnen, dann Öl und ganz normales Holz. So, jetzt erst einmal Holzfällerlager. Ich platziere die immer so,
dass sie am meisten an solchen dunklen, nebligen Stellen anschließt, damit man am meisten erkunden kann, sozusagen. So, einmal Holzfällerlager ein. So, dann sollten die sich jetzt auf den Weg machen. Er hat jetzt Material zum Bauen vom Lager hier geholt, vom Hauptlager. Hat das jetzt hier platziert und fängt an, das aufzubauen. So. Man sieht hier unten schon, die Ungeduld steigt. Gut, dann haben wir, wenn man auf dem Gebäude drauf ist, wird hier angezeigt, was es ist, was es kann. Spezialisierungsbonus und das unten ist später dann erst wichtig. Beziehungsweise ich brauche das jetzt, bis jetzt brauchte ich es noch gar nicht. So, und hier kann man dann Dorfbewohner zuweisen. Spezialisierungsbonus, hier dieses Holzsymbol, ist von den sogenannten Wiebern. Haben wir mal die da rein, die arbeiten dann eben schneller und effizienter. So. Mit Rechtsklick kommt man dann raus oder eben Escape. Aber Rechtsklick finde ich ist besser, dann braucht man die andere Hand nicht auf der Tastatur. So, dann schauen wir jetzt mal hier Aufträge. T. So, Mission, und da sind dann die Missionsziele mit diesem Umschlagsymbol. Also wir brauchen zwei Holzfällerlager und 10 mal Holz zum Abliefern, bekommen dafür 3 Biber. Einen Bonus auf Holzfäller 35% erhöhte Produktivität, also schnelleres Abbauen. Und die Gnade der Königin, also Reputation hier für die linke Seite. Sobald man links Reputation bekommt, also plus 1, geht rechts die Ungeduld um minus 1 zurück. So, das bedeutet, wir werden jetzt hier noch eins bauen. Das baue ich jetzt mal hier unten hin. Und der grüne Bereich markiert, wie weit das Holzfällerlager reicht. So, hier hat man dann die ganzen Tipps bzw. Erklärungen, die Hilfen. Und wenn man so durchscrollt, ist schon richtig viel, was man da alles hat. Genau, da wird eben alles erklärt. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ich das selbstständig ein bisschen erkläre. So, während der hier unten baut, kann ich noch ein bisschen was erzählen. So, hier hat man auch die Geschwindigkeit, man kann auch vorspulen. Es ist ganz praktisch. Also wenn ich jetzt dann im Let's Play weiter vorangeschritten bin, werde ich das auch des Häufigeren verwenden. So, dann haben wir da mal noch mal 3 Leute rein, haben wir mal 3 Menschen rein. Es gibt auch noch verschiedene Arten von Dorfbewohnern. So, also hier halt, genau, mit Leertaste kann man auch das Spiel pausieren, um sich neue Taktiken zurechtzulegen. Man kann auch hier dann noch alles machen. Man kann hier zwischenzeitlich dann die Leute raustun, ohne dass Zeit vergeht. Man kann die verschieben und Gebäude schon mal hinsetzen, wo sie gebaut werden sollen. Es ist ganz hilfreich dann, wenn man in kritischen Situationen ist, wenn irgendwas besonders schnell gehen muss. Genau, oder wenn man viel überlegen muss, kann man das Spiel pausieren, kann sich ein bisschen Pläne zurechtmachen. Das ist so das Nützliche dabei. So, Lea, fangen wir wieder an. So, hier haben wir den Auftrag erledigt. 2 Holzfällerlager und 10 Holz. Und die 10 Holz werden auch geliefert, also die sind dann auch weg. So, dann haben wir hier wieder bla, Erkundung. So, darauf kommen wir jetzt dann zum später. So, man kann auch Bäume markieren zum Fällen, zum Roden. Jetzt warten wir hier die 2 Schaltflächen. Man kann die anklicken. Kann das markieren
Und dann werden alle Holzfäller, die hier in dem arbeiten, jetzt dann nur noch die hier oben fällen. Also der hatte noch den einen Baum hier, der, wenn er jetzt als nächstes rein hingeht, nimmt er sich dann die hier oben nur noch. Damit kann man sozusagen eine Schneise durch den Wald sich bahnen. Ansonsten nimmt sich die das Holzfällerlager, die Dorfbewohner im Umkreis von diesem Holzfällerlager immer den nächstmöglichen Baum. Also so eine Art Spirale wird da aufgemacht und der fällt so lange die Bäume, bis in diesem Radius hier kein Baum mehr ist. Dann kommt eine Meldung, Holzfällerlager hat keine Ressourcen mehr zum Abbauen oder so. Genau, das kommt auch bei allen anderen, wie nennt man das, bei allen anderen Lagern so. Wenn er keine Ressourcen in der Nähe mehr hat, dann kommt die Meldung. So, als nächstes Ziel haben wir zwei Lichtungen entdecken und 5 Biber den Holzfäller zuweisen, dem Beruf. Okay, dafür bekommen wir 3 Menschen und 30 Fleisch und eben eine Reputation. So. Hier sieht man immer, wie viele Leute man hat. Hier oben ist die Anzahl, die man hat. Hier unten Arbeiter, die davon frei sind, also die keine Arbeit haben. Hier unten Dorfbewohner, die kein Haus haben, kein Haus besitzen, obdachlos sind. So, wähle einen Entwurf. Jetzt haben wir hier unten ja einen Auftrag abgeschlossen und pro Auftrag, den man abschließt, bekommt man diese Reputation und gleichzeitig so einen Bonus. So, hier wird immer bloß ein Vorschlag gemacht, später dann im freien Spiel hat man hier dann mehrere zur Auswahl, muss man sich einmal einen aussuchen. So, genau, kann 3 Bewohner beherbergen, das ist eine normale Unterkunft, da kann man jeden Dorfbewohner reinpacken, beziehungsweise die packen sich das selber rein. So, wir machen mal ein Haus. So, dann holt sich ein freier Dorfbewohner das Material oder mehrere liefern das Material ab und einer fängt dann an zu bauen. Oder mehrere, wie man hier sieht. So. Und dann kann man hier oben sehen, gleich wie die Zahlen ein bisschen runtergehen. Um genau 3, weil hier 3 Plätze vorhanden sind. So, hier sieht man auch den Bauvorschritt. Genau, hier haben wir 3 Biber, die sich jetzt da reinquartiert haben. So. Für den Auftrag brauchen wir noch einen. Jetzt habe ich das schon ganz verpasst. Hier oben ist eine Lichtung frei geworden. Und da sieht man auch, sind ein paar Materialien, Ressourcen aufgedeckt worden, die eben für spezielle Sachen sind, Wurzeln, plus 20% noch zusätzlich Kräuter zu bekommen. Hier haben wir Eier und man kann zusätzlich Fleisch dazu bekommen. Gut, so, jetzt machen wir erstmal den Auftrag, dass ich da ein bisschen vorankomme. Wir müssen Biber noch zuordnen. 5 reichen, genau. Und dann wird jetzt hier unten als nächstes die Lichtung hier frei werden. So. Und man sieht hier, also die haben jetzt hier oben den markierten Bereich abgeholzt und dann suchen sie sich wieder den nächstgelegenen Baum. So, man kann auch mit dem Minus-Axt kann man das auch wieder alles löschen. Zack, so, machen wir das wieder hin und mit Rechtsklick kommt, geht man immer aus der Option wieder raus oder Escape, je nachdem. So. Haben wir sonst noch hier, also man kann die Feuerstelle auch erweitern, indem man Unterkünfte baut in der Nähe dieser Feuerstelle, also in diesem orangenen Bereich, dann steigt hier dieser Wert und dann gibt es verschiedene Arten von Dekoration.
Die sind hier. Gibt es drei verschiedene Orten. Einmal Komfort, Ästhetik und Harmonie. Je nachdem, was man da haben will. Entweder man verschönert sein Dorf dadurch, oder ist es auch notwendig für Aufträge oder so, das zu machen. So, jetzt haben wir Lichtungen erforscht, bekommen die Belohnung, bekommen dadurch Reputation und wieder ein neues Gebäude, kleines Nahrungsmittellager. So. Gut, also dann haben wir neue Aufträge. Also einen, wir sollen dieses kleine Nahrungssammellager platzieren, sollen damit dann Gemüse produzieren bzw. sammeln, bekommen einen Bonus auf Gemüseproduktion und haben wieder eine Gnade der Königin. So, dann ist es wieder hier im Lagermenü. Und wenn man das anklickt, bekommt man auch die Ressourcen angezeigt, wo ich es hinplatzieren kann, was gesammelt wird. Nehmen wir das größere hier, das Salat, weil das schon von Anfang an aufgedeckt war. Wenn man jetzt schneller spielen würde, wäre das jetzt vielleicht sogar noch gar nicht aufgedeckt. So. Dann haben wir hier Benachrichtigung, Neuankömmlinge warten. Das ist hier dieses Symbol, diesen, ich sag's mal, Biberkopf. Von weiter weg schaut's aus wie ein Löwenkopf mit der Mähne. So, genau, dann hat man hier zwei Optionen meistens. Also bis jetzt hatte ich immer nur zwei Optionen. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr freischalten kann. So, entweder zwei Dorfbewohner und eine Echse mit 15 Getreide, die sie mitbringen, oder einmal Echse, einmal Biber, einmal Mensch mit 5 Gemüse, 3 Leder und 3 Stein. Ich nehme meistens, was heißt meistens, also im Hintergrund, wenn man so ein Fenster offen hat, ist pausiert, da passiert nichts, also kann ich ein bisschen erklären. Das Video wird ein bisschen lang. Und zwar schaue ich immer, was brauche ich? Brauche ich jetzt Dorfbewohner oder brauche ich Ressourcen? Und brauche ich bestimmte Ressourcen? Kommt immer ganz drauf an. Jetzt zur Zeit denke ich mir so, ich habe 2 Holzfällerlager. Davon habe ich 3 Biber, in einem 3 Biber drin, in einem 2. So, ich könnte den anderen Holzfällerlager noch diesen einen Biber dazu stecken. Und bin dann mit den Bibern auf 0, aber die Holzfällerlager sind dann komplett mit Biber gefüllt. 100% maximale Produktion sozusagen. Mehr geht nicht. Wenn ich jetzt noch ein Holzfällerlager bauen würde, wäre es gut, einen zusätzlichen Biber zu haben. Brauche ich aber jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ressourcen sind jetzt in diesem Szenario, erste Mission, Tutorial, nicht so wichtig. Also es ist eigentlich wurscht, was ich nehme. Aber ich nehme die rechte Seite, weil ich 3 verschiedene Dorfbewohner habe, also 3 verschiedene Orten und 3 verschiedene Orten von Ressourcen, also ein bisschen grob aufgefächert. Nehme ich mal das, so, dann läuft das Spiel wieder weiter. So, dann wird geht da wieder so ein Tipp, Hilfefenster auf Lichtungsereignisse. Werden wir vielleicht später, also hier in dem, werden wir es, ja, da wäre was. Es gibt 3 verschiedene Arten von Lichtungen. Einmal gibt es die kleine Lichtung hier ohne Symbol. Da sind, wie man hier gesehen hat, Ressourcen drin, manchmal kleinere Ereignisse, irgendwelche Kristallsäulen, bla bla bla, keine Ahnung, die dir dann irgendeinen Bonus geben oder so Komfort, Ästhetik, Bonus. Dann gibt es hier gefährliche Lichtungen. Da ist es dann so, da gibt es also mehr Ressourcen, dann gibt es da zusätzlich noch Gebäude. Jetzt gehe ich mal auf Pause, damit da die Zeit. Also sollte man hier gut schaffen, aber nur so. So, dann haben wir hier auch Lichtungen. Da ist zum Beispiel dann ein verfallenes Gebäude. Das kann man
wieder. Das kann man entweder ausschlachten, braucht man hier spezielle Ressourcen dafür, oder man macht einen Neubau daraus, heißt man steckt Ressourcen rein und bekommt, dieses Gebäude ist dann ein neues Gebäude sozusagen, ohne das frisch zu bauen, sondern das ist da und wird dann sozusagen aufgewertet. Okay, und braucht es halt da aus diesen Baupausen nicht raus oder Baupläne nicht rauszusuchen, genau, sondern man hat es halt da dann. So, Benachrichtigung, Bäume, bla, brauche ich nicht. Ist egal. So. Genau, jetzt bin ich im Pause-Menü. Jetzt tue ich da mal schnell Leute zuweisen. Hier sieht man Spezialisierungsbonus mit diesem Getreide-Ehrensymbol. Hat der Mensch 2 Menschen reingepackt, fertig. Genau, ich war jetzt bei dem, da gibt es eben solche Gebäude meistens, die verfallen sind, die man wieder aufbauen kann oder ausschlachten kann. Dann gibt es noch eine Bedrohung, ja, ich weiß nicht genau, wie man es nennen kann, eine Aufgabe, ein Ereignis. Da gibt es dann so eine Art Gebäude, Ereignis, je nachdem. Da hat man eine bestimmte Zeit, dieses Gebäude entweder zu pflegen oder zu zerstören. Er braucht dazu natürlich wieder die Ressourcen und bekommt dann Einschränkungen, solange wieder an diesem Gebäude gearbeitet wird oder an diesem Ereignis gearbeitet wird. Und dann gibt es ein Zeitlimit, um dieses Ereignis eben abzuschließen. Wenn das nicht abgeschlossen wird, hat man dann auch wieder ein negatives Ereignis, was passieren wird. Genau. So, dann haben wir hier eine kleine Map. Das heißt, es gibt nur dieses eine gefährliche. Dann gibt es noch eine verbotene Lichtung. Das ist auch so eine Art Totenkopf. Schaut ein bisschen anders aus. Ist natürlich dann wie eine gefährliche Lichtung, nur gesteigert eben. Mehr Ressourcen, mehr Aufgaben, mehr Gebäude, schwierigere Aufgaben und so weiter. Gut. Das dazu. Gut. Machen wir erstmal ganz normal weiter. Sonst kommen wir hier ganz, ganz weit über das Zeitlimit von, weiß ich nicht, vielleicht mache ich auch einen Zweiteiler draus, wenn es zu lang dauert. So. Jetzt. Schauen wir mal, dass die da oben sammeln, dass wir weiterkommen. Und es gibt natürlich verschiedenste Ressourcen. Also man sieht hier oben schon ein paar davon. Das sind nur ganz wenig davon, was es alles gibt. Dann haben wir hier zum Beispiel Lehm. Da kann man noch Kupfer, Erz und Wurzeln mit rausbekommen. Wurzeln kann man noch Kräuter mit rausbekommen. Eier haben wir schon gesehen, da Chance Fleisch rauszubekommen. Dann gibt es hier Fasern, Pflanzenfasern, da ist eine Chance Lehm und Insekten rauszubekommen. An den Bäumen kann man ja 100% Holz rausbekommen, dann ist es einmal Harz, was man rausbekommen kann, Pflanzenfasern und Eier kann man zum gewissen Teil rausbekommen. Dann gibt es hier die Beeren, da bekommt man Beeren raus und 80% halt mehr Beeren. Dann gibt es Pilze, da bekommt man Pilze und Insekten. Dann gibt es, das ist jetzt da nicht da, das sind so eine Art Steine, da ist dieses Seemark, also diese Knochen drauf, da bekommt man eben diese Knochen-Seemark-Dinger und Stein. So, jetzt haben wir zum Beispiel was, ein Grundstein. So, hinten im Hintergrund ist das Spiel wieder angehalten, also kann man hier ganz gemütlich durchlesen. Einmal haben wir die Auswahl zwischen einem Erkundungsvertrag. Die Königliche Akademie möchte eine detaillierte Karte der Region haben und unterstützt jeden, der seine Hilfe anbietet.
Du erhältst 20 Schilf und 20 Lehm für jede entdeckte Lichtung. Also Ressourcen für Frieden. Tischlerwerkzeuge. Baumaterialien sind der Grundstein einer jeden Siedlung. Die Produktion in folgendem Gebäude findet 50% schneller statt. Primitive Werkbank. Okay, die haben wir noch nicht. Also bringt es uns jetzt so nichts. 50% sind schön. Bringt uns aber gerade nichts. Wir sind jetzt eher noch am Erkunden. Bedeutet, unsere Ressourcen kann man nie genügend haben. Nehmen wir das hier. So, jetzt haben wir gleich dann die Aufgabe wieder erfüllt. So, und man sieht diese Gebäude hier, Holzfällerlager im Umkreis, macht er immer hier. Das macht er hier oben ein bisschen, dann macht er wieder hier unten, dann macht er da drüben und macht im Umkreis eben alles weg. So, speziell, also was speziell ist für alles, man kann die Gebäude auch verschieben. So, man nimmt die hier und kann die einfach irgendwo anders wieder hin platzieren. Das kann man mit dem hier auch machen. Und setze ich das hier an den Rand hin, an die nächstgelegene Lichtung. Gut, dann Auftrag abgeschlossen. So, dann leuchtet der nächste Auftrag. Ein Steinmetzlager aufbauen und Lehm abbauen. Belohnung, ein Lehm pro Produktion zusätzlich. 20 Stein und ein Reputation. So, schauen wir doch mal. Ja, wir haben kein Lehm. Lager. Das bekommen wir nämlich erst hier. Okay, zack. Annehmen. Lager. Steinmetz. Und dann sieht man auch schon, wird auch gleich markiert, wo man es hinbauen kann. Oder welche Ressourcen damit gesammelt werden können. So, bis da unten fasse ich jetzt noch nicht an. Könnte ich jetzt machen, aber für Tutorial ist das halt noch ein bisschen zu viel eigentlich. Außer es wird jetzt dann noch vorgeschlagen. So, das ist fertig. Hauen wir gleich mal zwei Leute rein. Da sieht man jetzt, hier gibt es keine Spezialisierung. Oder wie nennt man das? Spezialisierungsbonus gibt es hier nicht. Deswegen ist es egal, welchen Dorfbewohner man dann reinschickt. So, dann sieht man hier auch, ja gut, die sind eh untätig, die Dorfbewohner hier. Man sieht es hier an den kleinen Zeichen, was der Dorfbewohner gerade macht. So, hier läuft er, hier tut er arbeiten, also dieses Zahnrad oder Säge, er arbeitet, dann kommt die Truhe, er bringt es ins Lager, also entweder ins Holzfällerlager hier oder in das Zentrallager. Und dann gibt es noch ein Symbol, das haben wir jetzt hier nirgends, ne, gibt es noch ein Symbol, das ist so ein Schlafsymbol oder Ausruhsymbol, da stellen sich die, da, ja genau hier so diese Tasse, rastet am Feuer. Das heißt, die Arbeiter brauchen auch mal Pause. Das heißt, sie stellen sich da kurz hin ans Feuer, wärmen sich, ruhen sich aus, trinken Kaffee und dann gehen sie wieder an die Arbeit. Genau hier wieder. So, Arbeit abgeschlossen. Perfekt. Nächster Auftrag. Einen Erntelager. Hier Fasern. 5 Fasern. 5 Fasern sammeln. So, dann haben wir hier wieder genau das Erntelager, was wir brauchen. Da, hier, Erntelager. Und jetzt haben wir schon 2 aufgedeckt. Könnte ich also hier platzieren, um beide Ressourcenpunkte abzugrasen, sozusagen. Um beide zu erreichen. So, dann haben wir hier wieder Hilfe, Logistik, da wird es dann eher darum gehen, die verschiedenen Gebäudetypen, was man herstellen kann, wie es am besten platziert wird, bla bla bla. Oder wie es
funktioniert, wann sie was wegtragen und so weiter. So, jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde. Aber ich glaube, ich mache jetzt da eine komplette Folge draus. Ist halt jetzt lang, aber was soll's. So, hier haben wir auch wieder keine Spezialisierungsbonus. Also haben wir irgendwas rein. Jetzt machen wir mal die Echsen rein. Man sieht auch schon, es werden immer mehr Leute, die arbeiten. Immer weniger Leute, die dann hier stehen. Gut, und hier ist es dann auch so, die Leute nehmen sich immer die Ressource, die zuerst da ist, die am nächsten da ist. Okay. Ja, okay. Doch, passt schon. Ich dachte jetzt, der geht hier hinter, aber der hat sich bloß ins Feuer gestellt. Passt. Also alles im Rahmen. Habe ich nichts Falsches erzählt. Jetzt wird als nächstes wahrscheinlich das hier unten kommen, dass ich das erneuern muss. So. Und noch einmal muss der sich schon ausruhen. Okay, das merke ich mir. So, Auftrag abgeschlossen. Zack. Neuer Auftrag. Ui. Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen fordernder. So. Bretter in primitive Werkbank. Produziere 4 Bretter, 4 Ziegel und 4-mal Stoff. So, jetzt machen wir mal Pause, weil jetzt kommt ein bisschen mehr. Jetzt haben wir nämlich ein Produktionsgebäude. So, man kann auch hier rauslesen, was es produziert. Also einmal Bretter, einmal Stoff, einmal Ziegel, einmal Rohre. Es steht leider nicht da, was man für Materialien dafür braucht. Das ist der einzige Knackpunkt. Dann geht man hier auf Industrie, dieses Gebäude, zack. Das stelle ich dann ziemlich nah ans Zentrallager, damit man nicht so weit laufen muss. So, gut, dann einmal die Leute arbeiten lassen. Und dann, aber ich kann schon mal draufklicken, genau, da sieht man hier jetzt die Rezepte. Für 8 Holz werden 2 Bretter hergestellt, für 6 Fasern werden 2 Stoff hergestellt. Für 6 Lehm werden 2 Ziegel hergestellt, für 3 Kupferbahnen werden 2 Rohre hergestellt. So, dann hat man hier manche Sachen, da sind diese Pfeile außenrum. Kann man draufklicken und hat verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Also man kann mit mehreren Sachen das gleiche Ergebnis rausbekommen, aber es passt so erstmal. So, tun wir da mal die Menschen rein. So, dann haben wir hier oben wieder Neuankömmlinge. Einmal 6 Stein, ein Mensch, eine Echse oder 2 Echsen, 5 Salat, 3 Stein. Dann nehme ich das hier. Das ist zusammengerechnet. Ressourcen, hier sind es 8, hier sind es nur 6, hier ist es einfach nur Stein. Hier hat man Gemüse auch noch mit dabei. Also nehme ich das. Also ab und zu tue ich mal die Ressourcen zusammenzählen und das, was mehr ist oder auch die Dorfbewohner mehr sind, nehme ich dann. Eigentlich ist es jetzt gerade wurscht, weil es nicht schlimm ist. Gut, schauen wir mal da. Jetzt packen sie erstmal ein paar Ressourcen rein ins Lager. Man kann das auch hier oben sehen. Die haben auch ihren eigenen Speicher. So, es sind da 15 Holz und 15 Fasern drin. So, jetzt tun sie noch Lehm rein. Dann gehen sie rein und arbeiten. Das sieht man hier. Jetzt bewegt sich dieses Rad. Sag ich jetzt mal, es schaut aus wie ein Wasserrad oder so. Genau. Die erste zu Ziegeln produzieren. So, und man sieht auch, wie lang es dauert. So. Da ist dann eine neue Lichtung aufgegangen. Hier bei diesem Bild wird dann angezeigt, was in diesem Ding aufgedeckt wurde. So, dann haben wir hier ein kleines Lagerfeuer. Klicken wir mal an. So, da ist jetzt kein bestimmtes Szenario, also keine Zeitbegrenzung, kann man stehen lassen oder man verwendet es.
Man hat jetzt hier neue Leute willkommen heißen oder zur Zitadelle schicken. So. Also man kann hier mit diesen Ressourcen die Leute dann zu sich holen sozusagen, oder man schickt die in die Zitadelle mit Proviant sozusagen und bekommt dann 10 Bärenstellen. 10 Bärenstellen ist sozusagen die Währung in dem Spiel. Damit kann man sich am Marktplatz dann später Blaupausen holen, Ressourcen oder Vorteile. So, wir brauchen jetzt eigentlich keine Arbeiter. Wir machen jetzt mal das hier. Ist zwar jetzt nicht gefordert, aber wir machen es trotzdem. So, 4 Eierchen. Da gehen die 2 Arbeiter hin, bringen die Eier hin, sagen, ciao, hier geht es jetzt in die Zitadelle. Und dann dauert es hier, also man sieht, wenn nur einer dran arbeitet, dauert es 1 Minute. Wenn 2 dran arbeiten, halbiert sich die Zeit. So. Und man sieht, der bringt jetzt da die Ressource hin, so 4 von 4, und dann läuft hier die Zeit runter. Sind zu zweit. Ne, der ist in dem Ding drin. Andere kommen jetzt hier erst, aber trotzdem ist die Zeit halbiert. Gut. So, dann haben wir hier, also ich schwenk immer mit W aus D rum. So, der hat jetzt schon 4 Ziegeln, das heißt, mit diesen Häkchen kann man die Produktionen dann einschränken, um zu sagen, so, das machen wir auch mal weg, das brauchen wir eh nicht, das haben wir eh nicht, um eben dann auf bestimmte Produktionen aufmerksam zu machen, dass nur das produziert wird. So, jetzt werden Bretter und Stoff produziert. So, ich verschiebe mal hier das Lager hier rüber. Zack. Das hier auch darüber verschieben. Weil hier kann man nichts mehr aufdecken. So, und wenn jetzt natürlich 2 so nah beieinander sind, sind 6 Biber, die da arbeiten, dann geht es hier natürlich umso schneller, dass es freigeräumt wird. Ist später auch mal wichtig für Spezialereignisse. Zum Beispiel der Schatzhirsch heißt es. Dann leuchtet es so in einem orangenen Ton. Und dann hat man ungefähr 3 Minuten Zeit, das aufzudecken. Und bekommt ein spezielles Ereignis noch dazu. So, Auftrag abschließen. So, jetzt haben wir Folgendes. Es ist sehr gut, dass ich die Holzfällerlager jetzt verschoben habe. So, jetzt müssen wir eine gefährliche Lichtung aufdecken. Ersetze im uralten Schrein Schriftrollen durch Stoff. Okay. Und einmal eine uralte Tafel liefern. Belohnung 30 Bärensteine und einmal die Gnade, die uns hier noch fehlt zum Siegen. So, jetzt hat man zum Beispiel ein typisches Beispiel für eine Reputation, für einen Bonus, indem man sich eine Sache aussuchen kann. So. Es gibt die normalen Unterkünfte, sprich, da kann jede Spezies rein. Punkt. Dann gibt es spezielle Unterkünfte, da kann nur die Spezies rein. Aber nur 2 davon. Dann braucht dieses Gebäude natürlich auch spezielle Ressourcen. Also hier jetzt zum Beispiel 2x Stoff und 2 Ziegel. Hier braucht man 8 Bretter fürs Biberhaus. Und hier braucht man 4 Bretter und 2 Ziegel fürs Menschenhaus. Genau, dann schaue ich meistens, ja gut, das ist jetzt ein bisschen doof, weil wir da keine allzu großen Unterschiede haben, welche Dorfbewohner wir am meisten haben. Aber ich sehe gerade, es sind 7 Menschen obdachlos, 4 Biber obdachlos, 6 Echsen obdachlos. So,
Dann nehme ich hier das Menschenhaus und ihr Haus. Genau, da haben wir die normale Unterkunft und das Menschenhaus. Nehme ich das Menschenhaus und platziere das hier ums Feuer rum. So, hier mache ich jetzt mal die Ziegeln wieder rein. Jetzt können wir wieder alle brauchen. So, und man sieht hier drüber das Symbol, das bedeutet, es gibt kein Baumaterial. Sobald der jetzt hier das nötige Baumaterial erzeugt hat und ins Lager gebracht hat, geht das Symbol weg. Es holt sich ein Arbeiter die Materialien. Hier hat er jetzt zum Beispiel schon die zwei Ziegeln reingelegt. Also das sieht man auch. Da, so. Wenn da was in der Baustelle drin liegt, liegt auch schon eben die Ressource drin. So. Da kommt einmal der Stoff und einmal die Bretter. So, jetzt müsste gleich jemand anfangen, diese das Haus fertig zu bauen. So, dann nach einer gewissen Zeit kommt wieder diese Grundsteinabfrage. So, einmal Eilieferkette oder Faserlieferkette, 15 Eier pro Minute oder 15 Fasern pro Minute. Eier gehen gerade runter, Fasern sind wir gerade am Abbauen, also nehme ich die Eier. So, neue Lichtung ist aufgegangen. So, was haben wir da? Auf Lachsfeld und Lehmvorkommen klein. Jeweils 20 mal Ressourcen. Gut, so, das Haus wird gebaut. Jetzt sieht man dann gleich hier oben sind es 7 noch, nachher sind es bloß noch 5. So, fertig, zack, zack, und sind es bloß noch 5. So, die verschiebe ich jetzt ein bisschen darüber und mache auch hier das hier, um jetzt so schnell wie möglich an die Lichtung hinzukommen, um so schnell wie möglich jetzt diese dieses Tutorial abzuschließen. Kann ich sonst noch was erzählen, solange die da arbeiten? Ich kann noch Folgendes erzählen. Also es gibt noch mehr Spezies als diese drei. Also es gibt Menschen, Biber, Echsen. Dann gibt es noch Harpien, Füchse. Ja, also die 5 kenne ich bis jetzt. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee, die 5 kenne ich. Ich glaube aber, es gibt noch einen 6. Und also Menschen haben die Spezialisierung, da steht es auch oben, Landwirtschaft, also alles was auf Felder, also man kann Felder anbauen mit einem gewissen Gebäude auf Nährboden. Und ich weiß es jetzt gerade nicht, genau, das ist Nahrungssammellager, ist zum Beispiel auch Spezialisierung. Das hier ist zum Beispiel nicht spezialisiert, also es hier unten müsste dann auch spezialisiert sein, aber auf was anderes. Das sind Kräutersammellager, ist für die Pilze dann. Da ist zum Beispiel ein Fuchs ganz gut, glaube ich. So, Neuankömmlinge gibt es wieder. Ja, ist eigentlich egal, was wir da jetzt nehmen. Fasern. Stein. Und da gibt es wieder mehr Ressourcen. Also nehme ich das. So. Und damit die Biber hier nicht so lang laufen müssen, stelle ich das immer ganz nah, so weit wie es geht, immer an den Wald hin. Und dann geht das auch ein bisschen schneller. Wir müssen natürlich auch weiter hier zum Lager hier hinten laufen, aber egal erstmal. Dann gibt es hier ein Tool Straßen. Da haben wir jetzt gerade bloß den normalen Weg. Nehmen wir mal. Dann können wir hier eine Straße machen. Einmal. Zweimal. So. Und man sieht hier auf der Straße laufen die schon ein bisschen schneller. Als wenn sie so hier über die freie Fläche laufen. Das wird nachher dann auch ein bisschen wichtiger. Um die Produktion.
ups, noch ein bisschen zu erhöhen. So, dann schauen wir doch mal hier. Jetzt müsste es gleich aufgehen, die Lichtung. Jawohl, da schauen wir schnell drauf. Es ist aufgedeckt worden, nur ein uralter Schrein. Das hier sieht man auch ganz gut mit den Ausrufezeichen drauf. Also, stopp. So, jetzt hat man Folgendes. Hier ist die sogenannte Bedrohung, die ich vorhin auch schon angesprochen habe. Es muss also in dieser Zeit abgeschlossen werden, ansonsten bekommt man hier Konsequenzen. Durch der Vorfahren, die Ruine der großen Zivilisation zu stören, kann schwerwiegende Folgen haben. Tötet 3 zufällig Dorfbewohner. Das bedeutet, wenn ich dieses Szenario nicht rechtzeitig abschließe, werden 3 Dorfbewohner von mir sterben. Punkt. So, dann hat man hier die Anforderungen. Um ein Ereignis abzuschließen, musst du bestimmte Waren liefern oder eine Abfolge feindseliger Effekte standhalten, während an dem Ereignis gearbeitet wird. Genau, manchmal gibt es auch zusätzlich hier noch so Konsequenzdinger. Das bedeutet, wenn du daran arbeitest, wird währenddessen auch eine Erschwernis kommen. Das sehen wir dann später. So, jetzt haben wir die Aufgabe, des Stoff umzutauschen. Und da ist es eigentlich egal. Moment, ich schau mal. Genau, nur den Stoff umzutauschen. Das machen wir jetzt. So, dann nehmen wir hier möglichst viele Leute, die das Szenario machen. Also je mehr da reingehen, desto weniger Zeit wird verbraucht, sieht man auch daran. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher. Oh, ich muss auch. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu lange gebraucht habe. Wahrscheinlich ja. Ich werde auf jeden Fall Dorfbewohner jetzt verlieren. Also die Leute, die ich ausgewählt habe, die sind jetzt zum Lager gegangen, haben sich jetzt dieses Zeug geholt und tun das jetzt da rein. So, wenn das alles dann drin ist, dann fangen sie erst zum Arbeiten an. So, jetzt geht die Bedrohung an. Zack, man sieht hier diese 3 Dinge. So, wie nehmen sie sich? So, hier hat man dann die Meldung, sind gestorben und man sieht auch, was sie gemacht haben. Also einmal Handwerker, Bauarbeiter, Bauarbeiter. Dann schaue ich hier mal rein. Hier war wahrscheinlich der Handwerker drin. So, hier passt alles. Hier passt auch alles. Hier passt auch alles. Hier passt auch alles. Ja, dann haben sie sogar Wartende eliminiert. So, genau. Und jetzt läuft dann wieder dieser Timer runter und wenn ich in 5 Minuten das nicht wieder geschafft hätte oder nicht geschafft hätte, würde wieder dieser Fluch losgehen. Aber man sieht hier, die haben jetzt die Ressourcen reingetan und jetzt wird da auch der Fortschrittbalken erhöht. So, dann haben wir hier das, was ich angesprochen habe. Machen wir schnell Pause. Steinmetzlager hat kein Vorkommen in der Nähe. Das bedeutet, die hier. Wir haben jetzt hier das abgegrast, haben jetzt hier untätig, haben nichts zu tun, weil ist ja nichts in der Nähe. So, dann nimmt man sich dieses Lager und es wird zum Glück auch hier am Rand immer angezeigt, wo die nächste Fläche ist, wo es was zum Arbeiten gibt. Also entweder hier unten die 2 oder hier oben das eine. Ich nehme lieber die 2 hier unten. Arbeiten sie dann länger, einfach dahin verschieben, die Dorfbewohner werden da mit verschoben und dann arbeiten die da ganz normal wieder weiter. So, dann haben wir das jetzt erledigt. So, dann hat einer davon jetzt diese uralte Tafel dabei. Sobald die im Lager ist, ist auch der Auftrag geschafft und dann ist das Tutorial fertig. Hier ist nichts mehr drin, sobald das
Genau, im Lager ist, verschwindet auch dieses Szenario. So. Und fertig. So. Düng, 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 düng. Hier unten sieht man dann alles, was man jetzt freigeschalten hat, was man jetzt jedes Mal auch schon auswählen kann. Also das ist jetzt freigeschaltet. Man muss dafür keine Aufträge mehr machen. Das hat man immer. Genau. Ja. Gut, also jetzt sind wir gleich ins nächste Level gesprungen, ins nächste Tutorial. Das werde ich beim nächsten Mal machen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch angefixt, dieses Spiel ebenfalls zu holen und ebenfalls zu zocken. Mich hat es auf jeden Fall voll mitgerissen, wie schon gesagt am Anfang. Ich bin da fast schon süchtig danach geworden, weil man die Zeit so unglaublich vergessen kann. Also man kann sich da rein vertiefen. Diese Runden dauern eigentlich bloß so eine halbe Stunde bis Stunde, wenn man es schnell macht. Und es vergeht einfach so schnell. Also ich bin da manchmal, sitze ich da und denke mir so, ja komm, eine Runde geht noch. Und dann so, ja, noch eine Runde, jetzt ist gerade so, ja, das ist voll übel. Naja, also, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Am besten noch kommentieren, ob ihr das auch spielt, ob ihr mehr sehen wollt. Daumen nach oben und bis zur nächsten Folge. Servus!